Was geht ab, Leute? Nerdle Games hier und willkommen zurück zu Mafia 3. Genau, halt die Fresse! Wir müssen hier raus! Ab zum Fluchtwagen. Holy F. Warum? Alter, sind die alle auf Drogen? Hab ich doch schon gesagt. Ich hab der Schlampe nichts geklaut. Da sagt sie aber was anderes. Die Kackstelze ist doch hässlich. Lass uns mal hier rumgehen. Ich will nicht unbedingt in die Arme der Polizisten laufen. Ganz easy, ganz sachte. Wir gucken mal, dass wir hier locker durchkommen. Ey, diese riesigen Köpfe sind geil. Warum tragen wir nicht so ein? Total unauffällig. Einfach hier mal richtig schön einblenden. In die ganze Szene. Wir haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann. Ist noch nichts verloren. Wir haben das Boot gefunden. Wir haben gefühlte 30 Polizisten erledigt, aber haben das Boot gefunden. Da treten die einen zusammen. Okay. Oh, shit. Wusste, wir hätten außen rumgehen sollen. Na, die... Na, okay. Keine verdammte Bewegung. Na, wir gehen, glaube ich, einfach mal weiter. Okay, geschafft. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Dennis, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay. Ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut. Er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Ist der verrückt? Warum zieht er denn so krass die Aufmerksamkeit auf sich? Ja, sicher, jetzt knallen die uns alle nur ab. Du bist in der roten Polizeifahndungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Ah, Kacke, um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende aktive Polizeifahndungszone oder versteck dich. Alter, dann renn! Ist der verrückt? Wir haben 30 Polizisten schon in der komischen Tresorraum-Dingen schon abgeknallt. Eigentlich... Boah, eine halbe Armada von denen. Dass sie nicht das Militär geschickt haben, ist alles. Krass, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Ich hab's... Hab ich geschafft? Kann ich hier rüber? Nein, okay. Normalerweise müsste eine Großfahndung gegeben haben oder irgendwas abgesperrt sein, aber wir kommen hier so easy raus. 50 Polizisten gekillt. Kein Thema. Wir sind echte Künstler, oder? Scheiße. Blaue Polizeizone. Okay, du bist einige Verfolger losgeworden und bist jetzt in einer blauen Polizeifahndungszone. Schau dir diese Fahndungszone auf der Minikarte an. Verhalte dich unauffällig, um die blaue Zone zu verlassen. Kacke. Da hilft nur Schleichen. Komm jetzt bitte nicht hier hin. Komm doch nicht hier hin. Oh, wo sollte ich denn das wissen? Der andere merkt gar nichts. What the? Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Verlust im French Road. Ich lasse es einfach mal durchgehen. Das Ganze ist nie passiert. Hat er uns nicht entdeckt, obwohl wir den ausge. Hammer. Das ist der Hammer. Okay, suchen wir mal das Fluchtauto. Hey, so schnell geht's. Das war total easy. Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Steig ein. Woher? Keiner hat uns gesehen. Ich bin da total leise und easy durchgegangen. Haben die schon einen Transmitter dran oder so? Fuck, hier rum. Wo sind aus dem ersten Teil die Handschellen? Warum ist da so eine Sprungschanze? Das wird immer geiler. Yeeha! Hängen wir die Cops ab. Das ist genauso wie in GTA. Genau das gleiche. Ich glaube, in GTA 4 war das. Wie das in 5 war, weiß ich nicht mehr ganz genau. What the hell? Wir sind schon draußen. Oh, wenigstens ist das schon vorbei, wenn wir da rauskommen. Ja, das ist eine gute Idee. Und nach Erfahrung zu urteilen, ist es ziemlich weich. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Trotzdem, die müssen eine Großbehandlung machen. Die haben nichts abgesperrt. Ich verstehe das nicht. Das müsste ein bisschen epischer sein.
Okay, wohin? Wir brauchen ein Ziel. Kein Ziel, okay. Wie viel ist es? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Also, jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern vorn. Trinkt ihr alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil. Mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Mua. Mua. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach dich voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich hab noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Wo soll es denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Ich
Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Das müssen wir erstmal verarbeiten, da ist eine Menge passiert. Wow. Er hat ja alles verloren, alles abgeknallt, total beschissen und dass er auf Rache aus ist, kann ich total verstehen, aber war schon klar, als sie die Blicke zugeworfen haben, war eigentlich schon klar, wo wir den Auftrag gestartet haben und er die ganze Sache nicht übernehmen wollte. Und krank. Absolut krank. Scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Von wem musst du dir keine Sorgen? Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Wer weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Man hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meinte, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Glaubst du, was passiert, das war deine Schuld? Schwieriges anders zu machen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen? Vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Und der hat die ganze Scheiße auch noch überlebt? Das müsst ihr euch reinziehen. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Hotel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Ja, wir checken die ganze Sache mal aus. Komm, wir klettern direkt ins Fenster. Yep, hier ist alles niedergebrannt. Wir holen die Sachen. Wir hauen einfach ab. Ja, aber klar, dass alles wieder zurückkommt. Da musst du durch, Junge, da musst du durch. Willkommen daheim, mein Junge. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hunde vollen? Seine Karre ist der Hammer.
alle gekillt. Alle seine Freunde. Ich will dich erschüttern. Sammy. Wurde von ihm aufgenommen und alles verloren. Alles weg. Was zum Geier? Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Ey, so ein fresher Haarschnitt ganz alleine. Nicht schlecht. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü das Spiel auch nicht tödliche Überwältigung auswählen. Nein. Rache ist Rache, oder? Draußen im Kampf wird alles Geld, was du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Bunk ist lieber im Safe. Cool. Lass dir das Ganze nicht irgendwie abreißen hier, denn das ist total niedergebrannt eigentlich. Hier unten ist ja auch schließlich alles aus Holz gewesen, hat aber nichts abbekommen. Naja. Raus hier. Sichere Zufluchtsorte, got it. So, machen wir uns mal auf den Weg. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Eigentlich, na hör auf, egal. Scheiß auf den Parkplatz. Ist mir hoch? Ja. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn's eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, hab ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Verstehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Baka, ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt. Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Ja, hey, wie in alten Zeiten. Machen die fertig, nehmen die auseinander, systematisch. Auf geht's.